Wir haben jetzt eigentlich gar keine politische Show hier, Inseldenker, aber es war gar nicht so einfach, was Privates von Ihnen rauszubekommen. Ich habe zum Beispiel, normalerweise haben meine Gäste Kinderbilder und es war bei Ihnen echt schwierig. Ich habe aber am Schluss dann doch was gefunden. Wir können das vielleicht mal zeigen. Hier ein hübsches Babyfoto. Wissen Sie noch, wie Sie sich da so gefühlt haben? Aber die Haare sind von Ihnen. Ja. Und ich war kein Schüler mit 1 und 2. In Mathe immer 1, Geschichte 1, Sport 1 bis 2, aber Chemie nur 4, Französisch 3 bis 4, 3. Also ich war mittelgut, aber am Ende hat es gereicht. Die Frage taucht natürlich auf, Englisch? Ich hatte 9 Jahre Latein, 5 Jahre Französisch, 3 Jahre Englisch. Okay. Danach eigentlich nie mehr gebraucht. Warum auch? Also, um in Baden-Württemberg rumzuregieren, da reicht Hochschwäbisch aus. Hat Angela Merkel damals ihr Talent erkannt oder wollte sie loswerden? Das fragen Sie sich am besten selber, wenn sie mal auf die Mainauer kommt. Sehr schön, sehr gut. Vielleicht können Sie mir dabei helfen, dass sie mal kommt. Das ist eine schöne Idee. Sehr gut. Stuttgart, meine Heimat. VfB ein Leben lang. Wir schreiben heute Geschichte, lassen unsere Fahnen wehen. Wir tragen unseren Brustring für immer. VfB. Schönes Lied. I just want to ask the audience, who of you would mind if we now continue the show talking English? I think you would have no problem with it. Just everyone who would have no problem with it, just would you lift your right hand so we can see if it's okay for you to go on with. No doubt, there is a German accent, but is there anybody in Brussels who says, oh, we don't understand Commissioner Oettinger or something like that? No, not at all. Let me say, no doubt, I have a Swabian dialect. Yes. But if you hear anybody from France or from Spain, they have a terrible English, terrible. But they are so proud. That's it, that's it. Yes.